schön urwaldmäßig ist. Ich habe mein eigenes Waldstück. Nee, jetzt geht's erst richtig los. Lecco mio. Größe und Preis. Also wenn ich hier zum Beispiel eine Bildkamera festmache in die Richtung. Beobachten, was hier für Tiere auf dem Waldstück aktiv sind. Hallo, ich bin's Fritz und heute gibt's endlich das Video zur Waldvorstellung. Leute, ich bin seit über 5 Jahren bei YouTube. Seit 5 Jahren kämpfe ich mich irgendwie durch die Wildnis, mache einen Haufen verschiedenster Projekte, Grubenhaus und so weiter. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mein eigenes Waldstück. Und jetzt können wir gemeinsam richtig eskalieren. Hier auf dem Waldstück wird es einige Projekte geben, sicherlich in den nächsten Monaten, Wochen, wahrscheinlich auch Jahren. Aktuell sind auf meinem Kanal hier 2 Projekte geplant. 2 Projekte, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Und genau in einer Woche kommt der erste Teil zu einem ersten Projekt und darauf die Woche ein erster Teil zum zweiten Projekt. Ich verrate noch nicht, worum es geht. Es wird kein Grubenhaus 2.0, aber was diese ganze bushcraftige Holz-Naturmaterialgeschichte angeht, setzen wir nochmal eine richtige Schippe drauf. Und das andere Projekt, was in einer Woche kommt, ja, wo es damit losgeht, das wird mal ganz was anderes. Und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Aber jetzt erstmal ein paar Worte zum Wald und natürlich auch ein paar Bilder. Das Besondere an diesem Waldstück ist, das steht seit 30 Jahren unbenutzt hier rum. Also bis ich jetzt kam. Und dadurch ist hier ein absoluter Urwald gewachsen. Einige Bäume standen schon vorher, einige sind jetzt in den letzten 30 Jahren erst gewachsen. Hier gab es keine Forstwirtschaft drauf. Hier ist quasi niemand drauf gewesen, außer vielleicht mal ein paar Spaziergänger vielleicht. Oder ja, das ein oder andere Reh, Wildschwein, Hase, Maus und so weiter. Ich habe euch auf Instagram übrigens wieder mal gefragt, was wollt ihr alles wissen zum neuen Waldstück? Ja, also die Leute, die richtig aktiv mit dabei sein wollen und auch Einfluss haben wollen auf die Videos, auf jeden Fall bei Instagram vorbei gucken. Da gibt es auch mal ein paar Sneak Peeks schon mal vorher. Und ihr konntet mir hier einige Fragen stellen, was ihr alles wissen wollt. Und die häufigste Frage war natürlich Größe und Preis. 1,4 Hektar, das sind also 14.000 Quadratmeter. Reicht für mich vollkommen aus, 1 Hektar wäre auch passend gewesen. Es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, wie das Waldstück oder generell das Grundstück geschnitten ist und was ihr natürlich vorhabt. Und natürlich Costa Quanta, ja, was hat das Ding gekostet? 20.000 Euro. Das heißt, es sind ca. 1,43 Euro, glaube ich, pro Quadratmeter. 20.000 Euro sind auf jeden Fall eine Menge Geld. Vor allem für mal eben ein Waldstück, wo ich ein bisschen Videoprojekte mache. Deswegen gibt es natürlich auch, und das wisst ihr, immer wieder verschiedenste Werbepartner, Sponsoren und so weiter, die ich in die Videos integriere, damit sowas hier überhaupt erst möglich ist. Wenn es keine Werbung auf meinem Kanal geben würde, würde es auch solche Projekte nicht geben. Ihr wisst ja, ich arbeite seit einigen Monaten mit Y-Food zusammen. Ja, die Drinks habe ich immer sehr viel beim Leben in der G-Klasse benutzt, wenn ich viel unterwegs war, aber auch auf der einen oder anderen Tour, wie ihr euch erinnern könnt. Und es gibt jetzt was Neues, und zwar Riegel. Einmal Crispy Brownie und White Chocolate. Wenig Zucker, glutenfrei und hergestellt in Deutschland. Guckt mal hier bei Kohlenhydrate, bei Zucker, 4,2% nur. Aber 31% Eiweiß. Also eine absolute Energiebombe, und gerade wenn ich hier im Waldstück arbeite, Leute, ihr habt bisher noch nichts gesehen, ja, weil das ist erstmal das Vorstellungsvideo. Aber ich war ja hier schon einige Tage, wenn nicht sogar Wochen, und habe hier rumgerödelt wie so ein Bescheuerter. Da bin ich ganz froh, wenn ich ab und an mal eine kleine Stärkung habe für neue Energie. Schmecken ultra geil. Mit den Riegeln ist natürlich auch geil, weil die deutlich kleiner sind. Die, ja, schön in die Hosentasche, kleine Wanderung und einen guten Energiebooster mit dabei. So, wer auch Bock drauf hat, mal die Riegel auszuprobieren, vielleicht auch neue Kokosvariante oder auch die alten Sachen, der bekommt mit 10 Fritz, das ist mein Rabattcode, nochmal 10% auf die Bestellung. Schaut unten in die Videobeschreibung rein, da habe ich euch auch nochmal die Links dazu reingepackt. Gönnt euch was, damit unterstützt auch ein bisschen die ganzen Projekte hier und mich natürlich. Und habt noch Energie. Und gut, schmeckt auch. Rein forstwirtschaftlich betrachtet ist dieses Grundstück oder Waldstück hier eine absolute Katastrophe. Weil hier ist alles kreuz die quer. Aber für mich ist das der perfekte Spielplatz. Wie gesagt, wir haben hier Urwald. Hier stehen Birken drauf, Eichen, Fichten, Tannen, verschiedenste Büsche, Pappeln. All möglicher Kram im Hintergrund, ein Sturmschaden. Überall sind Bäume umgestürzt und so weiter. Verschiedene Erdwälle. Geil. Es ist einfach ein richtig schöner Spielplatz, und das Besondere daran ist, wir haben hier ganz verschiedene Abteile, die völlig unterschiedlich aussehen, und man könnte denken, man wäre an völlig verschiedensten Plätzen, aber ich quatsch nicht drum rum. Ich zeige euch das mal ganz kurz und dann gibt es noch ein paar Infos. Hier gibt es einen Bereich, wo ganz viele Fichten stehen. Seht ihr hier schon? Das einzige Problem daran ist, die sind alle tot. Und viele davon habe ich jetzt auch schon mit fleißiger Unterstützung hier gefällt und zu Feuerholz verarbeitet. Das heißt, das wird so ein bisschen hier, ja, das Holzlager, das erstreckt sich noch, keine Ahnung, bestimmt 50, 60, 70, 80 Meter in die Richtung. Wir können ja mal ein bisschen durchgehen, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt.
Ihr seht hier auch schon verschiedenste Sturmschäden. Einiges ist auch schon runtergekommen. Wie gesagt, wir haben auch einige Bäume gefällt, weil die sonst vom nächsten Sturm umgeweht worden wären. Seht ihr ja auch hier schon. Und hier werde ich mir nach und nach immer schön Feuerholz rausziehen. Ja, zum Verarbeiten für irgendwelche Bauprojekte ist es nicht mehr ganz optimal. Aber wenn das schön trocken gelagert wird, brennt das auf jeden Fall ordentlich. Und hier, ein paar Meter weiter nach dem Fichtenwald, gibt es eine komplett offene, freie Fläche. Das sieht glatt aus, ein bisschen wie so Heideland. Hier verschiedenste hohe Gräser, Kiefern, da hinten ein bisschen Büsche. Da hinten sind auch noch mal ein paar Fichten, denen es noch gut geht. Ja, verschiedenste Brennnesseln. Also hier hat man wirklich eine große Freifläche, wo auch ja, gut Tages- und Sonnenlicht kommt, wenn keine Wolken da sind. Die standen hier vorher sicherlich nicht und sind frisch gewachsen. Und wenn man hier rauskommt, eröffnet sich gleich die nächste Wiese. Auch da umgestürzte Bäume, da hinten wieder verschiedenste Fichten. Wie gesagt, alles so ein bisschen urig. Und ich finde es halt geil, weil es ein sehr, sehr schöner Mix ist aus ja, Freiflächen und auch natürlich dicht bewaldeten Flächen, auch kleine junge Bäume. Wenn ihr dachtet, das ist es jetzt, das ist der Wald. nee, jetzt geht's erst richtig los. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren jetzt raten, was für zwei Projekte ich hier starten werde. Ja? Schreibt es mal in die Kommentare, grübelt mal ein bisschen darum, vielleicht kommen ein paar coole neue Ideen dabei zustande. Vielleicht gibt es später noch ein drittes Projekt, man weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt, was ihr euch so vorstellt. Was werde ich hier für zwei Projekte realisieren? Jetzt in die Kommentare. Ja, hier haben wir übrigens schon ein bisschen Feuerholz gemacht. Hier sind noch ein paar Stangen zum Abspannen von einem Tarp, was wir hier mal aufgebaut haben, so als Übergangslager. Hier drüben steht ein Hacklotz, wo wir ordentlich Feuerholz schon gemacht haben. Hier ist noch eine Bütte zum Transportieren. Ja, hier ist schon eine kleine provisorische Feuerstelle gewesen, aber alles nur ja, übergangsmäßig. Aber das ist nur provisorisch als Übergang gewesen, weil wir ja natürlich schon ein paar Tage waren und im Hintergrund gearbeitet haben. Allein die ganze Baumfällaktion hat, glaube ich, 2-3 Tage gedauert. Ja, und was haben wir hier? Hier steht plötzlich meine G-Klasse mitten im Wald, denn ich kann hier ganz entspannt rauffahren, was geil ist. Und hier drüben seht ihr noch einen provisorischen Shelter, der ist jetzt wirklich nicht schön. Da ist einfach ein bisschen Holz drunter, damit das trocken gelagert ist und ein bisschen Ausrüstung. Den haben wir ganz schnell dahin gebaut, so als Übergangslösung. So, und hier seht ihr jetzt einen Bereich. Diese ganzen kleinen Bäumchen, das sind alles Pappeln, beziehungsweise manchmal auch Birken drin, aber kleine Pappeln, das gucken wir uns noch später an. Aber was ich euch zeigen wollte, man hat halt eine ganz, ganz lange Schneise bis da hinten, die auf jeden Fall auch schön offen ist. Ja, was hier passiert ist, will ich euch noch nicht zeigen. Das seht ihr wirklich in einer Woche. Aber ihr seht, hier wurde schon einiges umgegraben. Ich gebe euch einen kleinen Soundcheck. Okay, hört hin. Ja, könnt ihr auch mal raten, was das sein könnte. Weil das ist nämlich Projekt Nummer 1. Die Namen davon werdet ihr dann sehen. Gebe ich natürlich jetzt noch nicht bekannt. Lecco mio. Und jetzt kommen wir nämlich in einen ganz anderen Bereich, wo auch das erste Projekt stattfinden wird. Ihr seht hier so eine Art Hügel in einem Birkenwäldchen. Absolut geil. Ganz viele Birken, jüngere, ältere, auch ja ein paar dickere und spannend aussehende. Hier zum Beispiel mit so einer Gabel drin. Ja, ganz moosig alles. Ja, und dieser Bereich ist ein bisschen gut sichtgeschützt, hat so verschiedene Wälle drumherum. Wie gesagt, die Birken hier als Zentrum, das ist mein kleines Birkenwäldchen, wo halt eines der Projekte auf jeden Fall starten wird. Und ja, wir haben hier eine gute Fläche links, rechts, die wir nutzen können von 30 Metern. Ja. Also hier können wir uns richtig austoben. Rüber über den nächsten Hügel kommen wir in einen weiteren Bereich, den ich erst überlegt hatte auch zu nutzen. Hier sind nämlich Eichen. Was auch sehr cool ist. Also es gibt hier verschiedenste Eichen, auch große Eichen auf dem Gelände. Ja, hier, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie eine ehemalige, Stellung. Also ich weiß nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt, aber hier ist echt so eine Freifläche. Hatte ich jetzt überlegt, ob ich hier meine G-Klasse reinstelle zum Parken. Mal gucken. Hier rechts schließt sich nächstes Gebiet an, was auch sehr spannend ist, weil wir haben wieder rechts einen Hügel und auch links einen Hügel. Hier in der Mitte wieder einige Birken. Das ganze Stück hier ist deutlich schmaler, aber ihr seht auch hier, das ist wieder so ein langer Gang. Auch wieder schön geschützt von verschiedenen Hügeln. Hier stehen noch ein paar mehr Pappeln drin. Hier habe ich aktuell noch keine Verwendung für. Ja, hier könnte man später noch andere Projekte machen. Ich habe mich erstmal für dieses andere Birkenwäldchen entschieden. Leute, wisst ihr eigentlich, was für ein geiles Gefühl das ist? Hier auf seinem eigenen Grund und Boden, seinem eigenen Wald zu stehen und geile Projekte mit euch gemeinsam zu machen? Hammer. Aber nicht quatschen, ich zeige euch noch mehr. Hier ringsrum in einem riesigen U
gibt es ja wie so eine Art kleiner Pappelwald. Seht ihr das hier? Das sind alles junge Bäume, die hier drin sind. Dahinter sind übrigens noch verschiedene Fichten, Kiefern. Ich mag das ja, wenn das so schön urwaldmäßig ist, muss man sich richtig durchkämpfen. Hier drin werde ich natürlich jetzt kein Projekt machen, das bleibt einfach so, wie es ist. Seht ihr dieses Loch hier drin so? Hier ist ein Wildpfad. Hier ist alles ein bisschen platt getreten und hier ist so ein richtiger Pfad drin. Leider wurden meine beiden Wildkameras geklaut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier nochmal neue Wildkameras holen soll, weil dann könnte man die perfekt hier an diesen Birken festmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist alles so richtig flach getrampelt. Auch hier geht ein Wildpfad lang und hier rum. Also wenn ich hier zum Beispiel eine Wildkamera festmache in die Richtung, dann könnte man auf jeden Fall beobachten, was hier für Tiere auf dem Waldstück aktiv sind. Durchkämpfen hier. Jetzt sind wir übrigens genau auf der anderen Seite von der G-Klasse. Ihr seht es wahrscheinlich da drüben, und zwar hier steht die. Aber wir sind dahinter. Ganz am Anfang waren wir auf der Seite ganz, ganz da hinten. Und jetzt sind wir hier in diesem Bereich und diese Schneise geht hier einfach weiter. Sie geht einfach weiter, 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 weiter. Man hat hier richtig Platz, Leute. Wir können uns hier richtig austoben. Hier kommen jetzt wieder so ein bisschen freie Flächen, Heideflächen. Und ich zeige euch jetzt mal Projektplatz Nummer 2. Und zwar ist hier schon ein kleiner Pfad. Ist alles so ein bisschen offener hier. Hier ist, wie gesagt, dieser Pappelwald. Hier haben wir nochmal schön Hagebutte. Hier sind irgendwelche Brombeeren. Und genau in dem Bereich, wo ich jetzt gerade stehe, hier wird Projekt Nummer 2 stattfinden. Ja? Und zwar eher auf einer Freifläche. Das erste Projekt ist ja wirklich in diesem... Was war das? Ich glaube, es war nur ein Vogel. Das erste Projekt wird ja in diesem Birkenwäldchen stattfinden. Ja? Und hier der komplette Kontrast auf einer schönen Freifläche, wo auch gut die Sonne reinscheint, wo alles ein bisschen eher nach Heideland aussieht. Ja? Hier findet Projekt Nummer 2 statt. Boah, sei mir nicht böse, hängen geblieben. Hier drüben ist jetzt nochmal alles richtig zugewuchert. Da sind, glaube ich, ein paar Wildkirschen drin. Und ihr seht schon, hier ist alles so ein bisschen noch wilder. Und hier habe ich mir überlegt, hier auch alles vermoost und so weiter. Hier ist irgendwie irgendwas Stacheliges, Buschmäßiges. Und hier werde ich vielleicht eher mal so Biwak-mäßig irgendwas machen. Denn es wird natürlich Situationen geben, wo ich gerne mit anderen YouTubern, Creatern zusammen einfach mal so Outdoor-Übernachtung machen möchte. Ja, und warum nicht eine schöne Stelle dafür im Wald suchen? Also kleine Feuerstelle, Tarp, Hängematte, sowas in die Richtung. Ja, was kein festes Camp wird, sondern was man einfach für ein Videodreh da mal aufbaut, hier eine coole Zeit hat. Und wenn ihr Ideen und Wünsche habt, mit wem ich mal zusammen hier 24 Stunden im eigenen Wald Zeit verbringen soll, ein Projekt machen soll, an anderen Creator, dann schreibt die Person auf jeden Fall mal jetzt in die Kommentare rein. Ich weiß, ihr habt in diesem Video sehr, sehr viele Aufgaben, aber es ist halt auch ein Gemeinschaftsprojekt. Also müsst ihr mitarbeiten. Dann seid ihr auch Teil der Community und Teil des Projekts. Ihr seht es hier auch wieder, ganz viel umgefallen, alles zugewuchert. Spielplatz für geile Projekte. Hier ist schon wieder eine Eiche. Ey, allein was wir aus Eichenholz Geiles bauen können. Ey, phänomenal. Hier liegt übrigens ein bisschen Schutt rum. Aber was ich auch gefunden habe, ist dieses Teil. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist auf jeden Fall Sandstein. Es sieht im ersten Moment aus wie ein Grabstein. Aber das Ding kommt auf jeden Fall in eines der Projekte rein. Und da werden wir irgendwie was Geiles machen. Ja, vielleicht einen Tisch oder eine Opferstätte oder so. Viele haben auch gefragt, wie habe ich dieses Waldstück überhaupt bekommen? Habe ich das angeboten bekommen? Habe ich danach gesucht und so weiter? Ihr müsst wissen, ich bin seit circa einem Jahr ungefähr auf der Suche nach einem Waldstück gewesen. Immer mal intensiver und mal nicht. Das Waldstück hier habe ich tatsächlich über eBay Kleinanzeigen bekommen. Auf dem Grundstück befindet sich leider kein See, Bach, Fluss oder sonst was. Das wäre natürlich der absolute Traum. Aber ganz ehrlich, Leute, man kann halt nicht alles haben. Ne? Und das Thema Wasser und Wasserauffangstation, das kriegen wir ja auch noch hin. Eine Frage war, ist es legal, in deinem Wald zu wohnen? Moment, Leute. Ich wohne nicht in diesem Wald, sondern das ist einfach ein Waldstück, wo ich verschiedenste Videoprojekte mit euch zusammen mache. Aber leben tue ich hier natürlich nicht. Wo befindet sich denn dieses Waldstück? Leute, seid mir nicht böse, aber mit ein bisschen klarem Menschenverstand solltet ihr wissen, dass ich den Standort dieses Waldes natürlich nicht preisgebe. Einfach zum Schutz der Projekte. Kanal auf jeden Fall abonnieren, denn ab nächsten Samstag kommt das allererste Projekt auf diesem Waldstück. Und eine Woche später die erste Folge zum zweiten Projekt. Ja? Und dann werdet ihr sehen, worum es geht. Und dann können wir auch ein bisschen detaillierter über die Projekte sprechen. Dann könnt ihr auch an den Projekten mitwirken. In diesem Sinne, Leute, ja, wieder schauen und reingehauen, wollte ich schon sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.